Marriage began in the heart of God, and He designed it perfectly for one man and one woman. I believe that marriage is between a man and a woman because that's how God created the world, Adam and Eve. Marriage is between one man and one woman. That's what the church teaches. That's marriage is a covenant between a man, a woman, and God, and we cannot change what the Bible defines. Interessant. Aber was steht wirklich in der Bibel? Ja, wir finden zum Beispiel bei 2. Samuel Kapitel 15 Vers 16 raus, dass König David 10 Nebenfrauen hatte. Nur so kurz am Rande, fürs Fremdgehen wurde sein Sohn getötet von Gott, aber für die 10 Nebenfrauen wird Gott keine Rache nehmen, beschwert sich nicht drüber, gar nichts. Dann gibt es noch diesen wunderbaren Cocktail von verschiedensten Eheschließungen, die erlaubt sind, ein Mann und eine Frau, ein Mann und die Frau seines toten Bruders, ein Mann und mehrere Frauen, seine Sklavin, seine Konkubin und frag mich nicht, was sonst noch. Ich möchte mich hier jetzt nicht drüber auslassen, die Bibel ist ein sehr altes Buch und die Sexualvorstellungen drin sind sehr seltsam, vor allem weil Patriarchat und so weiter. Ich möchte nur anmerken, dass der nächste Christ, der in meiner Gegenwart sagt, aber die Homo-Ehe ist böse oder diese und jene Ehe ist böse, weil das steht ja nicht so in der Bibel, der kriegt von mir einen großen fetten Stinkefinger genau zwischen die Augen. Nein, das Video hat keinen Sinn, ich wollte nur ein bisschen rummeckern. Man sieht sich.